Herzlich willkommen, du Hunt-Fan da draußen. Ja, schön, dass du zu einer neuen Folge Hunt Showdown eingeschaltet hast. Ja, ich spiele heute wieder mit dem Cammy. Moin moin, mal wieder. Ja, mal wieder, ne? Wir spielen momentan richtig gern, weil wir hatten jetzt auch schon auch offscreen so ein paar richtig coole Runden, die echt lustig waren. Und ja, wie gesagt, ich sehe ihn mittlerweile so als meinen kleinen Mentor, weißt du, so der, er zeigt mir alles gut, erklärt's gut. Ihr alle da draußen, also keiner soll sich irgendwie auf den Schlips getreten fühlen oder so, also. Aber wie gesagt, so wir haben momentan die beste Connection. Aber an euch alle da draußen, wenn ihr Bock habt, mit mir zu spielen, schreibt mich einfach an, fügt mich hinzu, wie es schon einige getan haben. Ich habe auch schon einige Anfragen erhalten und ja, ich würde sagen, wir starten mal direkt die Runde. Wir haben uns schon ein bisschen abgesprochen, gerade was wir hier nehmen. Ich mal wieder mit einem anderen Hunter hier. Und ja, ich würde direkt mal starten. Jo, los geht's. Jo. Ich rotiere meine Hunter auch immer durch. Ja, weil du im Normalfall nur für den ersten Extract pro Hunter halt so ein Bonus-XP und Bonusgeld bekommst. Ja, das hatte ich auch mal gelesen gehabt, dass man immer eigentlich durchrotieren soll, nicht immer mit demselben, ne? Immer mal so abwechseln. Genau, also täglich, ich habe aktuell 5 Slots, kannst aber deutlich mehr haben. Ich glaube bis zu 75, ja 75 kannst du gerade haben. Und so kannst du halt einen Account auf gleichzeitig schnell leveln. So habe ich letztes Mal nach dem ersten Tag, als ich gerade wieder Prestige habe, bin ich direkt wieder Level 50 gekommen. Da hatte ich aber ein paar gute Runden bei tatsächlich. Hat aber auch der First Clear Bonus hat quasi immer sehr geholfen dabei. Ah, ich bin mal gespannt, ob es jetzt wieder eine dunkle Runde wird, ob es eine helle wird. Hm. Eine verregnerte, eine regnerische, weiß ich. Ich bin mal gespannt. 2 Runden hatte ich heute, beide im Dunkeln. Mal gucken, oh, ob der Trend bleibt. Ja, hatte ich ja auch in der einen Folge, ne? Da hatte ich auch zwei so dunkle Folgen. Ah, das ist. Aber ah, schauen wir mal. Ja, bin ich mal gespannt. Ich habe jetzt mal als Zweitwaffe das Schwert dabei, das neue. Ja, ich bin irgendwie voll auf dem Bogen hängen geblieben. Ich weiß auch nicht warum. Ich finde den Bogen irgendwie mega cool. Ich spiele extrem gerne Bogen und die Dolch Precision. Hm. Ist nicht ganz günstiges Loadout, weil die Dodge Precision ziemlich teuer ist. Vor allem, weil du da noch Full Metal Jacket Munition eigentlich reinladen möchtest. Aber das ist so ein Loadout, was ich super, super, super gerne spiele. Oh mein Gott, ich bringe uns einfach Glück. Es ist. Ah, ist das schön. Einmal hell. Ja. Schön im Hellen. Ah. Wir sind doch direkt wieder bei Kingsnake. Und, ja, wir sind direkt wieder bei Kingsnake. Sind wir letztes Mal auch gestartet, als wir die Runde nicht aufgenommen haben. Ja, genau. Das war auch wieder so eine epische Runde, Mann. Wie ich dem einen die Frag direkt auf den Kopf geschmissen habe. Und dann direkt einfach 2 weitere dazu kamen, ne? Das war schon echt witzig. Die hätte ich gern aufgenommen, weißt du? Und dann passieren immer die besten Runden, weißt du? Wenn du gerade offscreen spielst, passieren die besten Runden. Immer so rückblickend, ja, kann man halt vorher nicht wissen, ne? Ja, und die war halt am Ende auch so lustig, weißt du? Weil wir beide einfach aus diesem Gebiet raus sind. Hast du das Pferd gehört? Ja. Oder habe ich das gerade eingebildet? Ja, ich schau mal, ich geh mal ein bisschen rum. Dass da ein Pferd rumkrakeelt hat. Oh, da ist einer. Ja, hier sind welche. Dann kann man besser mal rein. Ja, hier hinter dem Berg, hier hinten. Der wollte mich gerade anvisieren. Ja, gehen wir erstmal hier rein. Ja. Kannst gerne durchs Fenster kommen. Jo, ich komm erstmal ein bisschen hier rum. Dann würde ich das Fenster zumachen und 2 Fallen setzen. Mal gucken, ob sie reinhüpfen. Wäre mies funny. Gut, ich bin hinten reingegangen. Oder? Ne, ich bin in einer anderen. Warte mal. Ach doch, jetzt nicht verspringen. Hier geht's ja rein, hier geht's rein. Nein, ich komm. Scheiße, scheiße, scheiße. Da ist ein Fallen, Achtung. Direkt am Fenster. Ja, geht schon. So, jetzt. Geht gut los, Mann. Ja, hier spawnen irgendwie gefühlt immer 80 Leute. Ich guck gerade mal, ob die hier seitlich rankommen wollen oder nicht. Oder ob die doch von hinten jetzt kommen. Boss ist hier schon mal nicht. Wir können eigentlich
einfach weiter hier runter Richtung Moses Poetry. Hier, würde ich sagen. Hier oben sind Handballer, ne? Wenn du brauchst noch. So ein Sechser. Ja, nehm ich mal mit. Ist ja die Frage, kommt jetzt näher oder nicht? Wenn ja, von wo? Also hören tue ich jetzt gerade nichts mehr, ne? Wie gesagt, ich habe sie nur gesehen. Ich habe den einen gesehen. Das Schöne ist, das wirst du halt bei der nächsten Folge dann direkt sehen, was ich meine. Das ist auch immer lustig, ne? Du wirst dann direkt sehen, wo ich den gesehen habe. Das gucke ich mir auf jeden Fall an. Gerade, also ich weiß halt natürlich grob, wo das gewesen sein muss. Jetzt nur die Frage, die können halt hier rumgehen, von unten kommen, Richtung Stanley direkt weiter. Die können oben rum Kingsnake rein. Oh oh. Da wurden Monster ausgelöst. Ich geh mal ein bisschen weg. Oh. Oh. Hinter uns wurde ausgelöst. Oh, da! Bitte. Im Wasser. Ja. Kommen die? Ja, hier. Ja, dann tue ich hinten alles absichern, hinter dir. Jetzt kommen so weiter. Da links. Das könnte jetzt auch der Spieler gewesen sein. Wo läuft er rum? Ich habe diesmal auch eine Armorbox dabei. Ausgelöst. Ja. Das kann aber auch ein Zombie sein, der da durch. Der immer so hin und her läuft, ne? Genau. Der rotiert ganz merkwürdig und langsam. Oh, da war er wieder. Aber noch die Richtung hier. Ja, aber ich glaube, das ist ein Zombie, ne? Weil das immer so. Also die Dosen, denke ich schon, ja. Ich habe ja gerade eben den Hüpfen und Schlagen hören, hier so ein
außenrum quasi. Mhm. Warte, ich laufe mal ein bisschen außen. Ich laufe mal ein bisschen rum. Ja, was hab ich denn dabei? Noch gar keinen Fletchmark. Okay, also. Oder rennt jemand oder bist du das? Jetzt bin ich gerade hinter dir. Ah, okay. Ja, wir haben halt im Endeffekt zwei Optionen, Sandy Cold oder Mortis Poultry. Weil jetzt hier warten, ja, wenn der vielleicht schon weitergezogen ist, ist es auch nicht so das Wahre. Nee, wir können ruhig weiter, würde ich sagen, oder? Würde ich die Richtung gehen, oder? Mhm. So, nur aufpassen, weil hier war er ja gerade eben theoretisch. Ob er hier noch ist oder ob er weitergezogen ist. Wäre nicht der erste Kampf, den wir da an der Brücke haben. Ja, das ist so die Killbrücke, Mann. Schauen wir doch mal. Raben auf der Brücke. Okay. Hinweis ist jetzt auf der linken Seite. Also von rechts kommen immer wieder Schüsse, ne? Also. Ja. Sind hier in dieser Richtung, da kommen die Schüsse her. Ja, so. Oh. Alles gut. Ja, den Hinweis würde ich trotzdem mitnehmen hier, weil es ja Geld und XP gibt. Mhm. Hier oben. Hier waren auch schon Leute. Nicht unserer. Also das Gebiet, wo wir sind. So. Oh, hier ist noch eine. So, ach, was ist das nochmal mit dieser Karte hier, diese Aufwertungspunkte, die das. So ein Umschlag? Ja, genau, ja, so ein Umschlag. Ja, wahrscheinlich wird es Moses Poultry sein, wenn wir dort noch die ganze Zeit die Schüsse gehört haben. Würde ich sagen, laufen wir über Pink Stone Mill, nehmen da noch safe den Hinweis mit. Mhm. Dann können wir gucken, wie wir uns da von der Seite anschleichen. Weil der andere Boss jetzt gebändigt wurde, der Butcher, der hat direkt einen Ausgang. Ja, den holen die sich sofort dann, ne? Ja. Wenn die jetzt nicht von quasi allen anderen belagert werden. Oh. Könnte vielleicht doch sogar Weeping Stone Müll sein. Oder unten sind Hunde. Schauen wir mal. Wir haben potenziell zwei Hinweise, aber den nehmen wir näher dran ist. Nee, das Fenster ist nicht kaputt, ne? Da ist ein Hinweis. Wurde schon aufgehoben, ist weiß. Mhm. Oh, Pelican Island Prison. Okay.
Oh. Der war ziemlich, ja, nah, würde ich sagen. Ne? Der war ziemlich nah, ja. Hier sind nochmal Aufhetzungspunkte. Da. Ja. Ah, oh, Raben. Ich bin jetzt hier seitlich runter, dass ich nicht die Raben aufscheuche. Hier sind nochmal Aufwertungspunkte. Wir können auch gerne mal einen anderen Umschlag bekommen. Da hinten sind Pferde ausgelöst. Oder ein Pferd ausgelöst. Da sollte ich ein bisschen vorsichtig rangehen. Ja, ich gehe von der anderen Seite hier einmal rum. Jo. Schauen können. Ist das ein Solo bei Mutscher? Ne, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hebt erstmal nur einer auf, um die Lara zu checken. Sonst könntest du ja zwei Leute im Team tracken. Oh. Der war echt verdammt nah. Oder einfach nur eine sehr laute Wumme, eine Sparks oder sowas. Das ist so eine Sache, an der ich extrem arbeiten muss, dass ich erkenne, welche Gewehre das sind, die da schießen. Ich hab einen Kumpel, der hört das sofort alles. Das ist so gut, weißt du, ich muss erstmal erkennen, aus welcher Richtung es kommt und wie weit es weg ist. Und du, ja, ich muss noch am Gehör arbeiten, welche Waffe das genau ist, weißt du. Und ich so, wie weit ist es überhaupt weg? Ja, maximal der nächste Compound. Hm. Ja. Ja, die kämpfen da drin. Ja. Und da ist eine Aft. Oh Gott, da ist eine Aft dabei. Das ist die einzige Automatikwaffe in dem Spiel. Ja, ich sehe es ja auch. Im Fernglas. Die sind direkt an diesem Turm. Unter diesem Turm blitzt die ganze Zeit. Das ist gut für mich, weil dann kann ich vielleicht hier von der Seite einen wegholen. Unter welchem Turm? Der große? Der hier. Siehst du den? Wo ich markiert habe? Ah ja. An dem, unter dem hat es die ganze Zeit. Aber schon hier aber einen doofen Winkel tatsächlich. Nee, hab ich nicht. Einer ist von mir in der Nähe, irgendwo in die Richtung. Vielleicht siehst du ja was. Nee, bisher nichts. Der hat sich noch nicht weiter bewegt. Zumindest nicht laut. Oh. Ja. Ich hab einen Schuss abgekriegt. Aber ich wurde nicht gehittet. Ich hab einfach nur der daneben geschossen. Ja, muss auch. Noch vom Turm oder? Den Schuss, von wo er genau kam, kann ich nicht sagen. Konnte ich. Okay. Schön, dass es eine Bounty beim Butcher noch liegt. Weil ich so oder den Speedrun hat einfach raus ist. So wie es aussieht. Ja, dann war es wirklich ein Solo, ne? Zur
Hölle sind Welt. Es könnte aber sein, dass der Schuss vom Turm kam. Also von diesem Aussichtsturm oder was das da ist. Ich guck gerade, ob ich jemanden sehe. Ich bin leider genau einen Baum im Weg. Bewegt sich auch nichts. Vielleicht kann ich hier drauf. Wenn ich hier drauf sneaken kann, wäre das gut. Ohne große Geräusche zu machen. Ich hätte wohl hüpfen müssen. Jetzt gerade nichts. Aber ich habe ihn halt gerade eben hier runterhüpfen hören und laufen hören und der ist nicht, also es hat irgendwann eine Seite stehen geblieben. Also entweder sucht er mich, weil er mich gesehen hat in diesen, bei diesen roten Bäumen, bei diesen roten Blätterbäumen. Das ist doch schon wieder ein bisschen weiter weg. Ist jetzt schon wieder ein bisschen weiter weg. Hm. Die Hive, die hier rumrennen, nervt mich. Aber ich kann den nicht einfach leise töten gerade, das ist ein bisschen problematisch. Ich versuche mal kurz hinten rum ein bisschen zu schleichen, also hier auf eine erhöhte Position zu kommen. Weil ich dann vielleicht besser auf den Turm gucken kann. Weil ich mit der Aperture, die ich habe, auch vergleichsweise weit schießen kann. Also vergleichsweise weit sehen kann. Aber sieht schlecht aus, als ich da hoch. Hm. Vielleicht? Nee. Ich bezweifle fast, dass er noch im Turm ist. Also das heißt fast, ich gehe schon stark davon aus, dass er nicht mehr im Turm ist. Ah, du rotierst weiter nach links, über die über Fog River. Komm mal ein bisschen in deine Richtung, damit wir nicht zu weit auseinander sind. Ja, ja. Denke ich mir auch gerade. Aber ich wollte halt nicht so direkt durch das tiefe Wasser gehen, weißt du? Nee, ist ja auch richtig. Hast du nicht falsch gemacht. Dass ich... Nur, dass du Bescheid weißt, warum ich jetzt anfange. Ja, 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 alles gut. Na, ganz bei mir in der Nähe schießen, die kommt von hier. Von hier, von der Richtung hier. Ja. Und hier, wo ich gerade bin, kann ich schon mal in den Turm reingucken. Sieht aber nicht so aus. Hast du hier einen Doktor-Zombie umgehauen? Nee. Achso, weil hier so ein Health-Kit rumlag. Kann ja auch sein, dass wir wieder am Fog River drin sind. Jetzt kommen wir wieder da an, alle haben getradet, wir müssen nur den Boss mitnehmen. Ja, ist so, ne? Die haben es jetzt alle gekillt, weißt du? Obwohl, man hört aber immer noch mal so vereinzelt Schüsse. Also, ich glaube, so leicht machen sie es uns diesmal nicht.
Ich hätte auch gern lieber einen Fight Bench, ehrlich. Ich habe auch eher erwartet, dass der Einzelne oder das Duo, je nachdem, was das war am Start, dass die zu uns kommen oder der zu uns kommt. Ja, das wäre eigentlich ganz cool gewesen, weil wir dann einen Überraschungsmoment auf unserer Seite hatten. Weil das war halb. Also der wusste ja. Er wusste, wir sind dort. Genau, aber der hat, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass du auch noch da bist und dass wir uns schon verschanzt haben. Eben. Das hätte halt. Hätten wir außen gekämpft, der hätte versucht, nach innen zu fliehen durchs Fenster, wäre halt auf jeden Fall gestorben. Da oben haben wir noch einen Turm. Wie machen wir es? Es sind auch nur noch 20 Minuten. Wir müssen eigentlich langsam mal versuchen. Wir müssen eigentlich langsam entweder den Fight suchen, ne, und irgendwie halt probieren. Also im Idealfall finden wir zuerst den Fight. Und der bestimmt ja eben, wie es weitergeht, weil wenn wir den Boss mal parallel gegen Leute kämpfen, ist bescheiden. Ja, ist immer ein bisschen doof, ne? Weil dann ist ein bisschen Chaos immer. Genau. Schauen wir mal. Musste ein bisschen lachen. Hab meiner Schwester ein Video geschickt, als das erste Mal dabei war. Jetzt überlegt die vielleicht auch mit Hand anzufangen. Oh! Ursprünglich wurde ihr mal gesagt, das ist halt ein Extraction-Shooter und sonst nichts. Fand sie aber dann doch interessant. Immer ganz lustig. Wir sind halt noch nicht nah genug dran, dass wir das checken könnten nach Weiß. Ich gehe mal als vorsichtiger Turm hoch. Also hier im Turm war halt auf jeden Fall schon jemand, weil alle Fenster kaputt. Ja, wie gesagt, die haben auch das siehst du auch in der Aufnahme dann. Du hast da auch die Blitze von den oder das Feuer von den Pistolen und so gesehen und den Gewehren. Also das siehst du auch richtig gut, wo ich mit dem Fernglas geguckt habe. Also okay. Ja, das siehst du richtig gut. Hab schon meinen Winkel jetzt nicht so. Ich hab halt gehört, wo die Afto waren grob. Oh, da hat man den Assassin gehört. Bisher der Boss ist auch noch. Der Boss ist auch noch weiß, ne? Also. Ist weiß? Ja, der ist weiß. Also das ist jetzt mehr als fragwürdig. Ja, also, denke ich mir auch, ne? Ich meine, ich glaub dir das natürlich, es wäre. Du hast ja gar nichts davon. Da ja, nein, ich lüge dich an, damit wir da reingehen und sterben, weißt du? Oh, ich gehe da auch so rein. Und das Pferd ist auch, glaube ich, tot, ne? Also. Ja, das hier ist tot, ja. Ja, ja. Satteltaschen noch zum Mitnehmen? Das ist so weird. Ja, ist immer noch weiß. Also entweder haben die irgendwie Schiss oder er oder vielleicht war es ja ein Solo und hat sich gedacht, oh nee, ich gehe wieder raus, ich habe ein paar EP gesammelt, weißt du? Ah, Moment. Ich mach den einfach mal so nebenbei jetzt. Wir achten mal drauf, ob es rot wird. Ja, ich guck immer, ich geb dir ein bisschen Deckung. Machst du den alleine, oder? Ja, kann ich gerne machen. Ja, dann geb ich dir Deckung und guck immer. Hab ja das Schwert dabei, es macht gut Damage. Genau, dann scout ich ein bisschen und guck halt immer. Der Assassin kann ich halt schon mal ziemlich trollen. Noch ist weiß. Weil der sich ja immer aufteilt, weißt du? Das heißt, manchmal rennt er so ein bisschen länger aufgeteilt vor dir weg und du denkst dir nur so, kämpfen wir auch noch irgendwann, oder? Jetzt mach ich ihm immer so ein Viertel Damage, warte die Rage-Phase ab und dann mach ich wieder ein Viertel Damage. Das ist aber echt noch weiß, ne? Ich setz mal hier hinten bei dem Eingang, da ist nämlich auch einer.
Na, wobei, wir müssen hoch. Na. Ignoriere ich mal kurz. Ich habe noch zwei Fallen dabei. Oder es war ein Solo und der hat gemerkt, okay, der andere Boss ist ja gebanished und da holt er sich lieber das, weißt du? Das kann natürlich auch sein. Dass er das kann lieber, sein, ja. Dass er lieber sagt, okay, das sind aber noch welche. Aber bis dahin, also der müsste jetzt schon längst beim Bounty sein eigentlich. Ja, normal schon. Allein die 3 Minuten, wo wir gesagt haben, jetzt haben wir noch 20 Minuten, um hier reinzugehen. Ja. Hätten ja locker gereicht, um da hinzukommen. So, Assassin, wo bist du? Da. Ah, noch ist er weiß, also alles gut. So, jetzt muss ich noch einmal eine Rage-Phase abwarten und dann haben wir uns schon. Perfekt. Ja, die Melee-Waffen sind gar nicht so bad in Hand. Vor allem, weil sie keine Munition brauchen. Hm. Ich habe heute eine Runde gehabt, da bin ich mit Bogen und einer Bornheim Machrein oder Match oder wie auch immer die heißt. Das ist eine Bornheim mit Stock dran. Okay. Und dann hatte ich gegen ein Dreierteam irgendwann weder Pfeile noch Munition über. Und bin mit meinem Knuckle-Knife in das Trio rein und hab noch 2 Leute bekommen. Ja, nice. Aber dann war irgendwann auch Schluss. Ja, irgendwann, ne? Man denkt so, oh geil, jetzt habe ich einen Run und dann kommt doch noch einer und zack. Na, ich wusste, dass hier alle da sind. Ich hatte ja keine andere Option. Ich konnte mir nirgendwo mehr schnell, wir waren halt im offenen Gelände. Hm. Ja, ist immer noch weiß, also. Ja, was wollen wir da machen? Wollen wir uns dann den anderen auch noch holen? Diesen. Ja, wenn das keine Art bis dahin, oder selbst wenn, also ich würde auf jeden Fall dahin laufen noch. Ja, mal probieren, weißt du, noch haben wir ja 15,50, ja, das sollte eigentlich passen, ne? So. Na, Moment, ich muss das auch regenerieren. Na, bitte, ja. Ich bin echt irritiert. Vor allem müssen hier überall noch Leichen liegen. Komm, Assassin, von der Wand runter. So. Jetzt beginnt die heiße Phase. Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Vielleicht hat er auch abgewartet. Vielleicht ist es auch wirklich ein Solo, der weggegangen ist, der sich gedacht hat, ja komm, kein Aufsehen irgendwie erwecken und dann, wenn sie tot ist, weißt du, dann gib ihm. Aber obwohl es halt auch dumm wäre, ich meine, ist da noch einer im Spiel drin, weißt du? Ich meine, die können das sich so leicht holen. Ah, das ist ganz komisch. Hier hinten, den Eingang setze ich jetzt Fallen hin. Okay. Stacheldraht und Gift. Ich hab ja auch gedacht, heute dann in der Folge, wo ich ja dann gemeint habe, oh, okay, wir haben's Krokodil, weißt du, wir kämpfen gerade und dann kommen die auf uns zu, aber die sind ja dann auch einfach aus der Map gegangen und da kam überhaupt kein Mensch mehr. Und ich habe ja eigentlich auch darauf spekuliert, dass die jetzt dann auf uns draufgehen, weißt du? Ja, manchmal ist echt komisch. Ja, da interessiert es irgendwie kein Mensch mehr, ne? Manchmal sind das auch so frische Solos oder frische Duos. Kann ich mir vorstellen, gerade bei deinem Account, weil der noch ziemlich neu ist, dass du da vielleicht auch ein paar Leuten gematcht wirst, die auch noch nicht so ewig dabei sind. Und manchmal sind die dann so. Wie ist das eigentlich, wenn du mit diesen Rängen oder was das ist, wie ist denn das? Wenn ich jetzt zum Beispiel das Spiel join tue, dann gilt dann mein Level, sag ich mal, oder meine Spielerfahrung oder deine dann mit? Oder wird es dann so gemischt? Das wird zusammengenommen. Ah, okay. Da ich allerdings auch gerade auf 3 MMR bin, nimmt sich das gerade nicht viel. Ich schwank immer zwischen 3 und 5 irgendwie. Also wenn ich gute Tage habe, dann gehe ich wieder auf 4, 5 hoch. Wenn ich schlechte Tage habe, falle ich wieder auf 3 runter. So 4 bin ich meistens. Okay. Aber aktuell wieder auf 3. Ich wurde heute von einem Kumpel 3-mal im Feuer aufgehoben, mit 3-mal gestorben. Das macht MMR auch so ein bisschen weg. Hat mich ein bisschen getrollt. Ich bin mal echt gespannt. Ah, das bist du, okay. Ja, das bin ich.
Schau gerade oben. Ja, ich dachte gerade, weil genau aus der Richtung kamen dann die Geräusche und ich dachte, oh, jetzt kommt einer hoch, hä? Okay. Nicht erschrecken, kommen wir durch die Tür durch. Ja, alles gut. Oh. Wurde da was ausgelöst oder ist er einfach nur, macht er das die ganze Zeit, weil das. Ich glaube, das macht er die ganze Zeit, also. Ich gehe mal gucken. 10% haben wir noch. Schieb mal eins auf und guck. Aber das Gemurr ist jetzt gerade die ganze Zeit schon, also. Also ich sehe gerade mal niemanden. Okay, dann hole ich mir auch eins. Dann würde ich sagen, lauf mal zum anderen noch, oder? Ja. Ich würde aber um den Turm trotzdem mal kurz gucken einfach. Ja, gerne. Weil, also eine Afto mitnehmen wäre schon funny, also ich was nehmen will. Meine Libellen noch voll ist und die Afto ist wahrscheinlich leer. Ah, das muss ja auch hier irgendwo gewesen sein. Ah, das ist ein Hunde. Ich würde auch so ein bisschen unten über First Testimonial Church laufen. Ist das nicht ein Spieler da vorne? Ja. Ah, achso, das da. Ist. Achso, ja. Toter. Ja, achso, ja, ich dachte gerade, oh, okay. Den zünde ich mal an, einfach weil ich es kann. Er ist jetzt schon burnt out, lul. Dann ist die Frage, ob hier nicht vielleicht direkt noch mehr liegen. Also ich würde jetzt keine großflächige Suchaktion machen, nur so ein bisschen. Weil wir ja wissen, hier wurde geschossen. Weißt du, wir versuchen schon zu den Fights zu kommen, wie letztes Mal ja auch. Ja, ist so, ne? Kommt gerade an und auf einmal sind... Das war ich, nur mit dem Rahmen. Okay. Und auf einmal sind sie alle tot? Oh, sorry, es war ich. Okay. Nicht erschrecken, sorry. Ich will ein bisschen Spannung reinbringen, weißt du, weil wir hier noch keinen Fight hatten. Hier ist noch Waffenöl. Oh, sehr schön. Ah, das ist perfekt. Und der Lebel Talon, nice. Das ist perfekt für die Waffe, weil ich extra mal eine andere Waffe mitgenommen habe, damit ich hier immer ein bisschen... Die Mosin ist auch super gut. Die wissen ja jetzt potenziell eh, wo wir sind, wenn da welche wären. Ja, logisch, klar. So. In die Richtung wollen wir. Jo. Ja, wenn du irgendwas siehst, immer Bescheid sagen, ne? Ja, alles gut, alles gut. Ich sehe einen Trend. Aber nur bei den Aufnahmen. Die andere Runde war ja deutlich geladener. Ja, ist so, ne? Aus Prinzip. Ja, ich hab dir das Pferd weggenommen, aber mach's aus Prinzip. Bisschen Sauerbraten. Ja, ist so. Oder Lasagne, ne? Oh, ja, kannst sagen, was du willst. Die Lasagne bei Lidl war nie so gut wie in der Zeit mit Pferd. Ja, ist so, ne? Richtig schlecht geworden. Oh, war das ein Aufreger damals? Auch schon ein paar Jahre schon wieder her. Ja. Gammelfleisch hat mich immer so ein bisschen geschockt, aber Pferdefleisch war mir so... Ja, ich meine, ist ja eine Delikatesse, ne? Irgendwie auch, ne? Ich meine, es gibt ja auch noch ein paar, sag ich mal, so... Ich weiß gar nicht mehr, ist das mittlerweile verboten? Nö, ne? Ist ja, glaube ich, immer noch... Nicht, dass ich wüsste. Ne, das kann, gibt also, ja immer noch... Ich bin jetzt auch nicht so drin, tatsächlich, in der Materie. Ja, ich weiß mal, auf Arbeit bei mir, da gab's mal einen, der hat ab und an mal so Pferdesalami gegessen. Also, Ja, ich kenne das halt von Sauerbraten primär. Ja. Nochmal Hunde. Ah, ich hab eine Feuerbombe bekommen, nice.
würde ich sagen, laufen wir hier. Oh, viel Zeit haben wir nicht mehr. Ich würde sagen, die ignorieren wir, nehmen den Wagen mit, suchen uns Upper Detail ab und gehen raus. Weil die Zeit actually fast um ist. Weil Compounds durchsuchen schön und gut. Ja, aber. Aber wenn du nie rauskommst, ist ja, das auch ist, nicht ist, wert. Ja, ist so, ne? Hier. Oh, hier war jemand. Da war jemand. Ich habe jetzt gerade eben meine letzte Sekunde aufgebraucht. Das heißt, gelegentlich also gerne mal schauen. Ja, mache ich auf jeden Fall. Bisher sehe ich keinen. Okay. Das ist, du hast dich gerade umgenietet. Ich war so, hey, warum fällt der jetzt auch mit? Ab nach Upper Detail. Ich bezweifle aber stark, dass noch jemand hier ist, weil spätestens, also selbst wenn der Spieler sich unsicher ist und er noch da ist, spätestens wenn wir Scrappy banishen, wird er das Ding aufheben und einfach rausrennen. Ja, ist so, ne, denke ich mir auch, ne, also. Gut, du weißt es nicht, du hast ja schon mal gesagt, ne, du warst dann am Ende und dann kam noch einer. Ja. Verdammt. Sieht nicht so aus. Naja, okay. Oh, hey. Vielleicht ist ja auch hier niemanden. Hätte mich auch sehr gewundert, um ehrlich zu sein. Ja, dann würde ich sagen, ab zum Ausgang. Wobei, wir können hier noch ein bisschen looten eigentlich. Noch ein bisschen rumgucken jetzt. Jetzt haben wir ja noch 5 Minuten und wir sind ja fast genau. Am Ausgang, passt. Eben, also das in dem Sinne, das passt schon. Wo ist die Hive? Ach, da oben. Schräg da keinen Winkel drauf. Und hier vielleicht irgendwo? Das nervigste am Vergiftetsein ist eigentlich die Sicht. Ich meine, hey, Doppelbounty. Ja, hey, cool. Das ist keine Ahnung. Komischer Trend auf jeden Fall. Ja, ich sag ja, wir nehmen echt immer richtig gute Folgen auf. So, weißt du, wir zeigen jetzt den Leuten, wie man Hand ohne Kills spielt. Das ist. Nope, Pacifist Run. Ja, ist so. So No-Hit Run, weißt du? Einfach, hey. Jo, das geht auch. Sagt er, weißt du, und dann kommt von hinten jemand und schmettert dich nieder. Ja. Natürlich jetzt. So der funny gewesen. Ja, so der Vorführeffekt, weißt du, so, ja, voll easy und hin und her, dann bam. Gerade. Da ist ein Hive auf jeden Fall noch. Oh, ist down. Ah ja, komm, den kann man auch noch mitnehmen hier. Ja, dann würde ich sagen, geh mal halt raus. Oh ja, perfekt, perfekt. Ey, super Runde. Nee, nehmen wir halt Doppelbounty mit. Keine Ahnung, passiert halt. Ja, warum nicht? Hier, ich habe mal so 2 Fallen auf. Hab wieder welche bekommen. Aber das ist auch immer so lustig, weißt du? Jetzt habe ich mal gedacht, gut, komm, lass die fallen, ich spiele eh nicht mit, ne? Jetzt hätte ich schon 2-mal heute Fallen setzen können in der Runde jetzt, ne? Und ich. Ja. Es ist. Aktivieren. Boop.
Steht ja in so einem Giftstachelradwürmer drin. Warte, ich renn weg. Nee, wobei, solange ich jetzt hier drin stehen bleibe, ist ja, alles okay. Dann ist okay, aber komm, wir rennen einfach weg. Ja. Wir warten so bis zur letzten Sekunde und dann vergessen wir wieder reinzulaufen. Es war einfach zu leicht, weißt du? Ja, aber es lag ja daran, dass warum auch immer eine riesen Konstantinerfläche bei dem Ausgang war. Ja. Obwohl es ja eigentlich keinen Grund gab, dass da Leute groß raus sind, weil ja die Boss auf der ganz anderen Seite der Map waren. Da waren ja auch Ausgänger eigentlich. Aber es war eigentlich echt unser Glück, ne? Ja, wir sind ja wirklich nur da längs, um die Chance zu minimieren, dass doch noch bei dem anderen random Leute campen. Und es war halt einfach so dumm, weil ich wollte ja eigentlich noch eine Falle setzen und bin deswegen nochmal weggerannt, weil ich dachte, ach komm, genau. Setz nochmal sinnlos eine Falle, weißt du? Das war so knapp. Da habe ich in dem Moment auch gar nicht drüber nachgedacht, weil es halt so lustig war, einfach alles, die Gesamtsituation schon. Na gut, Doppelbounty nehme ich mit, klar, warum nicht? Ah, sehr schön. So, Eventpunkte und 888 Handdollar, sehr schön. Gut, nice. Dann würde ich hier sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge und ja, macht's gut.